Herzlich willkommen bei Rennrad News. Wir sind in Taichung bei Giant und wir schauen uns heute an, wie der größte Fahrradhersteller der Welt seine Carbonrahmen präsentiert. Und ich nehme euch mal mit in die Hallen von Giant. Wenn ihr dieses Gebäude hier hinter mir seht, dann ist klar, dass es hier auch um Fahrradproduktion geht, Fahrradproduktion in Massen. Und noch weiter hinten ist ein Gebäude vom zweitgrößten Chiphersteller der Welt. Taiwan ist ein Hightech-Land und Taichung ist ein Industriezentrum. Und Giant hat in der Fahrradbranche sehr viel Fahrradproduktions-Know-how, Produktionstechniken, Carbonproduktionstechniken. Und die werden wir uns zum ersten Mal für Journalisten jetzt anschauen. Bevor es zum Werk geht, heißt es nochmal Busfahren, denn das Werk ist an einer anderen Stelle als das Headquarter. Und Busfahren ist in Taiwan auch immer ein Erlebnis und ich nehme euch jetzt mal mit in den Bus. So, wir sind jetzt am Werk von Giant in Taichung. Giant produziert übrigens 5,5 Millionen Fahrräder im Jahr, hat man mir gestern gesagt. Und hinter mir steht ein BMX-Fahrer, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Und das ist ein bisschen ein Hinweis auf die Geschichte von Giant, denn sie haben angefangen als Produzent von BMX-Rädern für die amerikanische Marke Schwinn und sich dann irgendwann überlegt, nein, wieso, wenn wir das Produktions-Know-how haben, wieso sollen wir es nicht selber machen, wieso sollen wir nicht unsere eigene Marke machen? Und heraus kam die Marke Giant. Inzwischen ist das nicht mehr das einzige Giant-Werk hier in Taichung, sondern es gibt auch Werke in China und es gibt eine Vertretung in Europa, es gibt eine Zentrale in Deutschland in Erkrath und ein globales Marketing in den USA. Aber wir schauen uns jetzt mal das Werk in Taichung an. So, wir sind jetzt in der Zentrale, der früheren Zentrale von Giant, mitten im Werk, im Eingang vom Werk. Und ich habe gerade erfahren, hier werden in Taichung im Werk, GTM ist der Name, hier werden nur die Premium-Fahrräder produziert von Giant. Und 1 Million Fahrräder verlassen allein dieses Werk pro Jahr. Und heute wird es nur um das Giant TCR Advanced gehen, das Giant TCR Advanced SL, was hier produziert wird. Wir schauen uns nur die Produktion des High-End-Carbonrahmens von Giant an. Ja, und während wir gehen, vielleicht noch ein paar Informationen zum Werk. Das Werk alleine hat 2000 Mitarbeiterinnen. Ihr seht ja schon die Container, die da bereitstehen, um die Fahrräder aufzunehmen. So, und hier stehen schon die Boxen mit den Rahmen bereit. Das ist eigentlich das Ende vom Produktionsprozess, aber wir gehen ja jetzt eben gerade in die Hallen rein. Und ja, hier werden Sachen drin sein, die ihr vielleicht alle gerne hättet. Ja, und hier seht ihr schon, ich werde nicht überall filmen dürfen. Es gibt auch noch ein paar Geheimnisse, die Giant behalten will. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist ein bisschen laut hier drin. Und wir gehen jetzt zur ersten Station. Das ist das Weben des Carbons. Giant kauft die Fasern für die Rahmen in Japan. Es gibt nur 5 Carbon-Produzenten weltweit, habe ich eben in der Präsentation erfahren. Und die Fasern werden gekauft, aber der Rest wird im Haus erledigt. Man ist stolz, dass man quasi alle Produktionsschritte bis auf das Kaufen der Fasern im eigenen Haus macht. Auch das Resin wird selber angemischt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier passiert. Ich werde es gleich erfahren. Also, hier werden die Carbonfasermatten von Giant selber produziert. Darauf legt Giant großen Wert. Hier seht ihr den Materialträger, wo die Carbonfasern draufkommen. Dort wird das Resin aufgebracht und dann wird natürlich noch das Carbon hinzugefügt. Das geschieht in dieser Maschine. Ja, und Giant produziert alle Carbonfasermatten selbst. In diesem Raum ist die Temperatur kontrolliert und auch die Luftfeuchtigkeit, um eine gleichbleibende Qualität zu erreichen. So, und hier kommt das Resin raus aus der Maschine. Und jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Laser, beziehungsweise ein Messinstrument. Damit wird ständig die Qualität des Resins überprüft, ob das genau die Dicke hat, die gebraucht wird. Und hier seht ihr nochmal, wie die Maschine aufgebaut ist. Und sie steuert die Maschine. Also, wir haben eben gesehen, wie das Resin auf die Träger gekommen ist. Und hier kommt jetzt das Carbon hinzu. Hier sind 64 Spulen. Bis zu 64 Spulen können hier angebracht werden. Und die
führen hier an dieser Leitung entlang, gehen in eine Richtung, das ist wichtig, denn hier wird unidirektionales Carbon produziert, in eine Richtung, in diese Maschine. Und in dieser Maschine kommen dann diese Resin-Träger hinzu, die ihr hier seht, und dann entsteht so eine Lage, die man weiterverarbeiten kann. Und wenn ihr euch das anschaut, also unidirektionales Carbon von Toray, habe ich erfahren, die Maschine ist ziemlich groß. Und warum ist das so wichtig, dass das unidirektionales Carbon ist? Das liegt daran, dass nachher erst der Belegungsplan erstellt wird und dann entschieden wird, in welche Richtung die Fasern verlaufen müssen, um genau die Kraftflüsse zu kontrollieren. So, ich gehe jetzt einmal mit euch an der ganzen Maschine entlang. Ihr seht, wie die Resin-Matten, die eben entstanden sind, hier oben zugefügt werden, oben und unten jeweils eine. Und dazwischen wird das Carbon eingefahren. Und hier in dieser Maschinenteil, hier in diesem Maschinenteil werden die Teile zusammengefügt und es kommt dann sozusagen eine Lage Carbonfaser mit Resin und Trägermaterial hinaus. Und ganz am Ende sieht es so aus. Ihr könnt die Carbonfasern nicht sehen, aber ihr seht, dass es dunkler geworden ist. Ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass hier natürlich mit hohem Druck und Temperatur gearbeitet wird, um die Fasern und das Resin hier zusammenzufügen am Ende zu dieser Matte. Ja, und das ist der Kühlraum. Hier wird das Carbon belagert für 15 bis 30 Tage Produktion. Hier sind die Carbonfasern. War eben mal drin und das ist einer der wertvollsten Räume im Werk. Und dann gibt es hier den nächsten Schritt. Hier werden zwei Carbonmatten übereinander gelegt und dadurch entsteht eine Cross-Section, also ein gekreuztes Gewebe. Wenn wir uns hier noch umschauen, hier sieht es ein bisschen nach einem Schichtplan aus. Man arbeitet hier meistens in zwei Schichten, je 8 Stunden und 45 Stunden maximal dürfen die Arbeiterinnen hier in der Woche arbeiten. Jetzt wird es dunkel, ihr seht das nicht auf dem Bild. Es ist eine riesige Maschinenhalle und es ist sehr laut und sehr dunkel. Und ich bin gespannt, worum es hier geht. Es läuft Wasser, sehr viel Handarbeit involviert. Überall läuft Wasser. Okay, und wir sind jetzt hier im Testraum sozusagen der letzten Station und hier wird alles Mögliche getestet. Ich gehe mal kurz schnell durch. Dein Test ist nach ISO-Standard und 20% höher. Und wenn ihr die Testberichte auf Rennrad-News gelesen habt, dann wisst ihr, dass die Räder von Giant immer eine ziemlich hohe Gewichtszulassung haben. Und die Tests sind eine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Und ich gehe jetzt mal eben schnell durch, was das für Tests sind. Hier wird die Tretlagerbeständigkeit getestet. Bis zu 25.000 Tiefen durchlaufen die Rahmen. Hier wird die Lenkkopfsteifigkeit getestet. Dann hier nochmal der Rahmen, der Hinterbau. Ihr seht, wie sich das verwindet unter den Testen. Und ja, es ist wirklich ziemlich irre. Jetzt zeige ich euch nochmal eben die Gabeln. Hier seht ihr, was eine Gabel erleiden muss bei so einem Testen. Ihr seht auch, wie stark die sich bewegt. Bindefest eingespannt. Hier die Sattelstützen. Ihr seht, das, so könnt ihr sehen, was passiert, wenn ihr euch auf den Sattel setzt und über eine Kopfsteinpflasterstrecke in Paris-Roubaix fährt. Das ist die Advanced Sattelstütze. Und hier der TCR Advanced SL-Rahmen in den verschiedenen Teststationen. So, und jetzt geht es in einen ziemlich wichtigen Raum. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, den Röntgenraum. Und hier ist es ziemlich voll. Ich gehe, mogel mich einfach mal durch. Hier wird jede Gabel untersucht auf Fehler im Laminat, bevor sie das Werk verlässt. Jede einzelne Gabel, weil die Gabeln so wichtig sind für die Fahrsicherheit, betreibt Giant diesen Aufwand. Und der Mitarbeiter kontrolliert das Ganze. Und jetzt sind wir hier, wo die Magie passiert. Das ist
der Raum, in dem dieser Rahmen gefertigt wird. Es ist der erste Giant CCR-Rahmen mit einem vorderen Rahmendreieck, das komplett aus einem Stück ist. Also nicht nur der vordere, also der ganze Hauptrahmen ohne die Sitzstreben und ohne die Kettenstreben wird hier an einem Stück gefertigt mit der integrierten Sattelstütze. Und diese Frauen machen es. Man hat eben gesagt, dass die sich speziell qualifizieren müssen, um hier arbeiten zu dürfen, weil man hier wirklich keinen schlechten Tag haben darf. Absolute Präzisionshandarbeit gefragt. Es ist ganz schön warm hier drin. Die Temperatur ist kontrolliert. Die Arbeiterinnen nehmen die Fasern aus einem Kühlschrank. Mit 0 Grad kommen die da raus und dafür haben die den Föhn, um die Fasern vorzuwärmen, damit die überhaupt zu verarbeiten sind. Und jetzt seht ihr, was für eine filigrane Arbeit die teilweise machen müssen, um überhaupt, so kurz hat sich nur an den Föhn gehalten und dann wird das da oben umgelegt, wahrscheinlich der Sitz für das Steuerrohr. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel man im Kopf haben muss, um diese ganzen einzelnen Arbeitsschritte alle zusammenzukriegen. Und das ist ziemlich einzigartig, dass wir hier reingucken dürfen. Ja, und jetzt stehen wir hier an einer Reihe von Formen in Öfen, also das ist sozusagen eine Einheit, Form und Ofen, in denen Felgen ausgebacken werden vorbei. Ja, und ihr könnt sehen, wie viele das sind. Und eine Form von den Formen, die ihr seht, kostet ungefähr 75.000 Euro bis 100.000 Euro, beziehungsweise Dollar. Aber nicht Taiwan-Dollar. Wir gehen nochmal an den Containern vorbei, denn gleich geht's zur letzten Etappe bei der Fertigung eines TCR. Und zwar ist das die Montage des gesamten Bikes. So, und als nächstes werden wir sehen, wie aus diesem Rahmen, der jetzt schon lackiert ist, Lackierung haben wir uns nicht gezeigt, aber es ist eine neue Speziallackierung drauf, die nochmal ein paar Gramm spart. Und aus diesen Schätzen im Wert von mehreren 100.000 Euro entstehen gleich fertige Räder und das schauen wir uns jetzt an. Und das ist jetzt der Bereich, aus dem jedes Jahr 1 Million Fahrräder dieses Werk verlassen. Und ihr seht, wie hier der Rahmen auf einem Roboter über die Montagelinie fährt. Aber das ist nur der letzte bzw. der Anfang der Montage. Und im Sommer ist es jetzt ziemlich heiß, deswegen sind hier überall Ventilatoren. Und hier werden erst die Bremsleitungen montiert. Ja, und sie bringt gerade die Kettenstrebenschützer auf und die Rahmen fahren weiter und es gibt in der gesamten Produktionslinie, die ihr hier vor euch seht, 18 Stellen, an denen der Rahmen nochmal unterwegs während der Produktion auf Qualität geprüft wird, während hier dieses Roboterballett abläuft. Jetzt fahren sie gerade nicht. Nächster Schritt, ich schaue mal eben, was ich glaube, was hier gemacht wird. Also die Bremsleitungen sind drin und der scannt jetzt die Teile ein, die an das Rad kommen, presst den Gabelkonus auf anscheinend, kriegt vorher Fett und oben drüber hängen die Luftpistolen und die Werkzeuge, mit denen er die Montage machen kann. Jetzt kommt die Gabel rein, Leitungen sind schon durch, innenliegende Leitungen jetzt im neuen Giant TCR und wir gehen mal ein Stück weiter. So, und dann kommt der Rahmen auf diese Produktionslinie, das ist ein ganz langsam laufendes Fließband, aber es läuft. Und der Arbeiter muss also schnell arbeiten, um seine Arbeitsschritte zu erledigen. Er baut jetzt die Kurbel ein. Vorher haben die Kollegen das noch gefettet. Anscheinend ein Rad mit SRAM Force-Ausstattung. Dann gehen wir mal weiter entlang der Linie. Hier werden die Lenker vormontiert. Auch schon mal die Leitungen durchgeschoben. Dann bereitgelegt auf dem Fließband. Und wenn auf der anderen Seite schon das Schaltwerk angebracht wird, und sie montiert jetzt am laufenden Band den Lenker. Und hier werden jetzt die Leitungen mit den Shiftern verbunden. Und das Hinterrad ist auch schon drin. Das ist hier reingekommen. Gehen noch mal ein Stück weiter. Hinterrad ist drin. Leitungen sind verbunden. Kette wird eingebaut. Freilauf wird gecheckt.
Dann als nächstes wird die Schaltung eingestellt. So, und hier ist jetzt der letzte Schritt. Der Rahmen wird geschützt, der Lenker wird geschützt, Leitungen werden nochmal zusammengebunden. Ja, und dann geht das Rad hier in die Verpackung und dann weiter auf die Reise ins Lager. Giant sagt, sie wissen genau ein Jahr vorher schon, auf die Minute genau, welches Rad wann in dieser riesigen Halle produziert werden wird. So, und hier steht nochmal das fertige Rad zur Qualitätskontrolle. Das Giant TCR. Den Test des Rades findet ihr übrigens auch auf Rennrad News, auch im Video. Schaut euch an. Ja, und das war's auch schon von der Giant Factory Tour in Taichung in Taiwan. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Schaut euch auch den Test zum Giant TCR Advanced an. Advanced SL, das Topmodell auf Rennrad News. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich sage Tschüss von Giant.